auf Schatzsuche in Niedernsinn. Na, da schon her. Ah, wirklich schon was gefunden. Der Alltag eines Kapitäns. Wir arbeiten da, wenn wir Urlaub machen. Ja. Und warum man mit einer Dampflok nicht einfach so losfahren kann. Dauert ca. 6 Stunden die Vorbereitung. Also wenn man um 9 Uhr losfahren will, starten wir um 3 Uhr los. Ich begrüße euch heute aus Zell am See und nehme euch mit auf einen Ausflug mit der Pinzgauer Lokalbahn. Es gibt so viele Ausflugsziele, die man von den Haltestellen entlang dieser Strecke aus erreichen kann. Da fällt die Entscheidung richtig schwer. Aber ich habe mir ein feines Programm überlegt. Zuerst bleibe ich in Zell am See nur ein bisschen hängen. So ein nettes Städtchen. Das ist die Strecke, die Pinzgauer Lokalbahn im Stundentakt fährt. Jetzt geht's gleich mal ab zum Zug. Karten brauche ich nicht, die gibt's ohne Aufpreis beim Schaffner. Wir werden heute Gold schürfen, Seemannsluft schnuppern und eine alte Lok bewundern. Kommt's mit? Was wird? Kasti, ich hätte bitte gern einmal von Zell nach Niedernsell und ich krieg bei euch auch Karten für den Edelsteinpark, stimmt das? Genau, ja. Hätte ich dich gern bitte auch dazu. Wir werden heute außerdem nur eine Schifffahrt am Zellersee unternehmen. Auch dafür kriege ich die Tickets in der Pinzgauer Lokalbahn. Und das Beste, beide Ausflüge gibt's so mit Ermäßigung. Ja, perfekt. Dann hast du für den Ausflug schon alles benutzt. Genau. Viel Spaß und gute Fahrt. Danke. Die Gegend da ist wie im Bilderbuch. Ich glaube, einfach die ganze Strecke abzufahren ist auch schon schön. Kein Wunder, dass sich die Bahn da so lang gehalten hat. Die Pinzgauer Lokalbahn ist eine Schmalspurbahn und seit 115 Jahren da unterwegs. So, erster Halt für mich, Niedernsill. Jetzt können wir richtig gespannt sein. Ich bin auf dem Weg zum Edelsteinpark Niedernsill und ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der da nicht wieder zum Kind wird. Von der Haltestelle aus ist man in 5 bis 10 Minuten zu Fuß beim Edelsteinpark. Den gibt's da seit letztem Jahr. Ich treffe da Martin Budweiser, den Profi-Schatzsucher und Obergoldgräber da herinnen. Grüß dich, Martin. Hi, grüß dich. Was treibst? Ja, du, tägliche Arbeit. Ich bin beim Ausstreuen meiner Steine, mit meinen lieben Gästen auch was finden. Ich hab gehört, bei euch darf man sich alles gehalten, stimmt das? Alles, was du findest, darfst du mitnehmen. Lass mich raten, da suchen nicht nur die ganz Kleinen, oder? Oder haben nicht nur die ganz Kleinen Freude? Ja, das ist witzig, die Frage, weil die Erwachsenen oft fragen, ob sie überhaupt Eintritt zahlen müssen, weil sie begleiten ja die Kinder nur. Ja. Und am Ende des Tages wollen die Kinder schon lange haben. Und die Erwachsenen schürfen und schürfen und schürfen. Also am Ende des Tages sind die Erwachsenen, glaube ich, die Riesenfreude haben beim Schürfen und Entspannen. Also wie du da siehst, haben wir jetzt einen Wasserbereich. Da haben wir verschiedene Bäche und Seen angelegt, die auch verschiedene Namen haben. Und da ist überall Sand drinnen und da kann man überall Steine finden. Im Goldedelsteinbecken, das ist hinten das hohe Becken, stehen eher die Erwachsenen, da können sie aufrecht stehen. Und dort gibt es auch Rohsteine, da gibt es auch Gold zum Finden. Und in den anderen Wasserbereichen haben wir eben diese geschliffenen Trommelsteine, wie man es da sieht. Ah, das ist gut erfrischend. Alles sehr erfrischend. Na, da schon her. Ah, wirklich schon was gefunden. Das ist aber nicht schlecht. Ja. Nein, Farben, nicht schlecht. Das heißt, den werden wir jetzt mit heimnehmen. Ja. Ah, wie cool. Das ist echt erfrischend da mit den Wasserbecken. Und der Martin erzählt, dass die Kinder dann oft schon in die Becken drin liegen beim Schätzesuchen. Ist sicher Spaß. Jetzt aber wieder ab zum Zug. Ich mache mich auf den Weg zurück nach Zell am See. Jetzt schaue ich, dass ich die MS Schmittenhöhe erwischt. Das ist das größte Passagierschiff da am Zeller See. Norbert Meyer ist heute als Kapitän unterwegs. Er ist einer, der sein Schiff in- und auswendig kennt und seine Fahrgäste liebt. In der Schifffahrt hat er seine große Leidenschaft gefunden. Grüß dich, Norbert. Ja, hey, servus. Grüß dich, wie geht's? Grüß dich. Ja, gut, servus. Ja, auch. Bitte, wenn wir da mit euch mitfahren dürfen. Wie ist da so dein Alltag als Kapitän? Nein, ich muss sagen, es ist eigentlich jeden Tag was Besonderes. Also es ist nicht jeden Tag gleich. Also das Wetter ist anders, die Leute sind anders. Und wenn du da rausfahren kannst,
mit dem Schiff in die Kulisse. Also wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Ne? Mhm. Wir sind in Österreich ja so gesegnet, dass wir uns wirklich viele Seen aussuchen können. Was ist bei euch so besonders? Bei uns ist besonders, wir haben eigentlich alles. Also wir haben einen See, wir haben einen Gletscher, also man kann Radl fahren bei uns. Also man kann ja alles machen, was einen im Sommer beliebt. Mit dem Schiff fahren ist immer so unglaublich erfrischend. Ich mache es ja viel zu selten, wie wahrscheinlich die meisten. Also ich habe es richtig genossen, aber ein weiteres Highlight habe ich nur für euch. An der ersten Station Nordzell am See ist die lockere Miese Tischlerhäusl. Da darf ich mir eine alte Dampflok aus 1913 anschauen. Die steht da nicht wie im Museum, die ist in Betrieb und im Sommer kann man mitfahren, wie in alten Zeiten. Grüß euch! Bin ich da richtig bei euch, oder? Servus, grüß dich. Hallo, grüß dich. Grüß dich, Karl. Schönes Stück, oder? Ja. Hat man da ein spezielles Gefühl, wenn man mit der fährt? Ja, ist schon unbeschreiblich. Es ist generell auch nur Technik zum Angreifen. Unvorstellbar, dass der Gerät auch noch so gut geht, weil die marschiert wirklich wie am ersten Tag. Da drinnen geht nichts automatisch, oder? Also ich meine, da gibt es keinen Knopf, wo man drückt. Da müsst ihr wirklich so richtig Hand anlegen, oder? Jeder Handgriff, was man tut, ist manuell. Es ist nichts elektronisch gesteuert. Mhm. Ja. Und auf der Lok geht es auch nur gemeinsam, also nur gegangen das gar nicht. Weil einer heizen muss, einer fahren muss, man muss sich auch auf alles konzentrieren. Wenn man um 9 Uhr losfahren will, starten wir um 3 Uhr in der Früh los. Ja, dann ist der erste Einsatz bereit. Also die Knöpfe drücken losfahren, dann dauert ca. 6 Stunden die Vorbereitung. Ihr zwei schaut mal so drei. Sagt mir, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, ihr habt euch da so ein bisschen einen Kindheitstraum erfüllt damit, oder? Ja, absolut. Das ist bei mir zu 100%. Denkt man dir auch, oder? Ungefähr, ja. Ja, und für Besucher jetzt diese Dampflok, wann und wie kann man die erleben? Ja, wir fahren jetzt ab 7. Juli, jeden Donnerstag. Zweimal am Tag hin und retour nach Niedernsill und das Ganze geht bis 22. September. Dann ist sie wieder eingewintert. Wirklich unglaublich, was man rund um diese Schmalspurbahn alles erleben kann. Und so unkompliziert. Ich habe mein Auto den ganzen Tag stehen lassen und mich eigentlich um nichts kümmern müssen. Also die Umgebung zu erkunden mit der Pinzgauer Lokalbahn zahlt sich auf jeden Fall aus.